Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute endet das Geschenke-Event oder Geschenke-Bonus. Ja, nennen wir es einfach Event. Das Geschenke-Event war ein sehr krasses Event. Ein Event oder eine Sache, ein Bonus, von dem man nie wusste, dass man es haben will, bis man es mal bekommen hat. Ich weiß noch am Anfang des Bonus, wo ich darüber geredet habe, wo wir die ganzen Sachen besprochen haben, habe ich gesagt, ja, hey, 20 Geschenke im Beutel. An sich interessiert es keinen. Ich habe eh immer meine 10, verschicke die und dann sammle ich einfach nochmal 10. Aber das ist so ein krasser Unterschied gewesen, muss ich echt sagen. Viele sagen ja immer, hey Hong, du machst den Hattig immer fertig, dies, das. Aber ich lobe die auch oft, eigentlich. Also zumindest, wenn mir Sachen gefallen. Und bei Menschen ist es halt so, dass die negativen Sachen immer stärker im Gedächtnis bleiben. Heißt, wenn ich einen Hattig irgendwie disse, das bleibt den Leuten immer im Gedächtnis, aber wenn ich sie lobe, das vergisst jeder. Das ist so wie Poker oder Casino. Die Gewinne, die hast du schnell ausgeblendet, sofort vergessen. An die Niederlagen, an die Verluste, da erinnerst du dich jahrelang dran. Keine Ahnung, zum Beispiel Halloween. Alter, ich weiß noch Halloween, wie ich die gelobt hatte. Für Gengar Raid Day und die Halloween Quest mit Krippuk. Alter, was für lobende Worte ich damals hatte, zum Beispiel. Und auch jetzt habe ich nur lobende Worte für Niantic. Das war ein sehr, sehr nettes Event. Es sind so kleine Events. Wie gesagt, man wusste nie, dass man es haben will, bis man es bekommen hat. Weil man denkt sich halt zum Beispiel, boah, dreifach Staub, das wird heftig und so. Und dann hört man so ein Geschenkevent. Ja, wird schon ganz nett. Aber nein, das war richtig krass. Das war richtig beste Event ever. Diese Kleinigkeiten, die das Leben verbessern sozusagen. Das sind halt diese Sachen, die man nicht zu schätzen weiß. Und das, ich habe es jetzt auch auf Twitter, auf Facebook, auch in den ganzen Kommentaren so gelesen, wo sich die Leute das als Dauerzustand wünschen. Was wünschen die sich genau? Die 3 Punkte gehen wir nochmal durch. Es gab jetzt für das Event nämlich 3 Punkte, 3 Boni sozusagen. Also, wie bereits erwähnt, 20 Geschenke konnte man gleichzeitig im Beutel haben. Normalerweise nur 10. Okay, man denkt sich halt so, ja, großer Unterschied macht das nicht unbedingt. Hatte ich mir am Anfang auch gedacht, aber zusammen gepaart mit Punkt 2 macht es halt echt einen extremen Unterschied. Punkt 2 war nämlich, und das wurde gar nicht erwähnt, es war eigentlich eine Überraschung, das hatte Niantic in der Ankündigung so gar nicht erwähnt. Glaube ich zumindest. Kann mich nicht daran erinnern. Und zwar, doch, doch, die hatten das gar nicht erwähnt. Das war, haben wir dann herausgefunden. Durch Zocken einfach. Und zwar, garantiertes Geschenk, wenn man an einem Stop oder an einer Arena gedreht hat. Normalerweise, ich habe ja einen Homestop zu Hause. Wenn ich Geschenk haben will, keine Ahnung, 3-4 Mal drehen, ein Geschenk oder so. Im Schnitt. Manchmal natürlich auch direkt hintereinander, aber. So ungefähr 3 bis 4 Mal drehen, dann kommt ein Geschenk raus. Ist nicht wirklich viel. Vom einmal drehen sind 5 Minuten. Das heißt 3 bis 4 Mal drehen. 15 bis 20 Minuten. Das heißt, in einer Stunde machst du vielleicht 3 Geschenke. Oder 4. Und man kann am Tag bis zu 100 Geschenke verschicken. Also könnt ihr euch hier ausrechnen, wie lange das dauern würde. Und jetzt mit dem Bonus war es halt echt kein Problem. Jeder dreht. Das heißt, in einer Stunde machst du so und so viele Geschenke und am Tag. Also manchmal hatte ich das Haus noch nicht mal verlassen und hatte schon fast die Hälfte der Geschenke bereits verschickt für den Tag. Also. Das ist natürlich ein Bonus, der krass reinhaut. Viele Leute haben mir auch geschrieben, hey Hong, wusstest du eigentlich, dass es ein Geschenkelimit gibt? Ich kriege irgendwie keine Geschenke mehr, was ist da los, Hong, was ist da los? Ja, das Geschenkelimit liegt bei 100 pro Tag. Du kannst dich 100 Geschenke am Tag erdrehen. So viele Leute wussten das gar nicht, weil die kommen nie auf 100 Geschenke. Aber jetzt, wo garantiert aus jedem Dreh ein Geschenk kommt, war es halt eigentlich kein Problem. Ich kriege normalerweise auch so meine 100 Geschenke voll, aber das ist natürlich Luxus. Das war natürlich jetzt dadurch super easy. Da musste man dadurch natürlich nicht so viel Zeit und Energie und Kraft investieren in Geschenke sammeln. Vorher zum Beispiel auch für den Kleinen. Da haben mich auch viele geschrieben, oh, der Hong voll richtig aktiv geworden und so. Klar, er kriegt jetzt so leicht Geschenke, die ich hier und da mal verteilen kann. Natürlich hat er jetzt nicht seine 100 Geschenke voll gemacht am Tag, aber ein paar extra Geschenke. Und dritter Punkt natürlich, wir konnten 30 Geschenke öffnen anstatt 20. Dadurch gab es natürlich auch viel mehr Interaktion mit den ganzen Freunden. Man hat so viele auf der Liste und es gibt immer so viele Leute, man kommt gar nicht zu allen. Und jetzt, während der Zeit, haben so viele Leute geöffnet, die öffnen halt sonst nie. Das sind so. Ihr kennt das bestimmt. Ihr habt so Leute auf der Liste, ihr wisst, Digga, die öffnen eh nie. Und jetzt dann, während des Events, Eule, der hat geöffnet? Aha. Also war sehr, sehr schön die Zeit. Hat das Leben auf jeden Fall vereinfacht. Schnell Geschenke, viele Geschenke öffnen. Man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und jetzt wollen halt viele, dass das der Normalzustand wird. Wieso nicht? Wäre schön. Hey, jeden Tag 30 Geschenke öffnen. Jeden Tag easy 100 Geschenke machen. Einfach 20 Geschenke im Beutel haben. Sich nie drum kümmern. Nicht immer auf den Beutel schauen müssen und Geschenke verschicken. Also, man muss ja immer stehen bleiben.
10 Geschenke verschicken und dann wieder weitergehen, weil wenn du einen Stop drehst, obwohl du 10 Geschenke hast, dann hast du den sozusagen ja umsonst gedreht, weil dann kommst du nicht auf deine ganzen Geschenke und sowas. Und so war halt sorgenfrei das Leben. Könnt ihr erstmal unten in den Kommentare schreiben, wie ihr den Bonus fandet und ob ihr auch diesen Zustand, diese Boni gerne dauerhaft hättet. Klar hätte ich es auch gerne dauerhaft. Problem ist, wenn man diesen Bonuszustand zum Dauerzustand macht, was ist dann der Bonus? Nächstes Jahr kommt wahrscheinlich wieder ein Geschenkebonus-Tag-Event. Ist ja der nächste Bonus dann, ja, du kannst 40 Geschenke am Tag öffnen, du kannst 30 Geschenke gleichzeitig haben, du kriegst 200 Geschenke garantiert am Tag oder sowas, Limit erhöht. Wisst ihr, was ich meine? Geht halt nicht. Wir müssen uns leider wahrscheinlich von diesem netten Bonus verabschieden und einfach hoffen, dass er bald wiederkommt, weil es war echt eine sehr schöne Zeit. Kann ich nicht anders sagen. Es war so eine schöne Zeit, 30 Geschenke öffnen. Ich wiederhole mich, aber es war einfach so mega. Super saftig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Super saftig war es einfach. Aber Leute, wir können uns das nicht zum Dauerzustand wünschen. Ist halt so. Auf jeden Fall, das war's von mir. Ein paar nette, lobende Worte an Niantic, weil das war meiner Meinung nach echt der beste Bonus, das beste Event, wie auch immer man es nennen will. Gerne mehr. Gerne. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wenn man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.